Das Geilste ist, wie kann so eine Fährenverbindung zustande kommen? Wenn mein Fährenhafen noch aus ist. Was? Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Wie kann eine Fährenverbindung zustande kommen, wenn der Fährenhafen aus ist? Oh, das ist auch eine verdammt gute Idee. Nur eine verdammt gute Frage. So richtig lohnt tut sich der Flughafen nicht, ne? Oh, shit, jetzt habe ich versehen. Oh, Alter, ich reiß versehentlich dauernd die falschen Gebäude ab jetzt da. Noch ein bisschen die Straße vorziehe, dann könnte ich das. Zuletzt synchronisiert vor 23 Minuten. Ich brauche deine Sicherheitsabteilung, verdammte Axt. Ja, dass die Feuerwehr nicht mehr hinterherkommt, kann ich schon fast verstehen. So, und jetzt kann ich mal schauen. Ich kann jetzt aber nichts bauen, jetzt habe ich kein Geld mehr. Ich will keinen dritten Kredit aufgeben. Wie schaut es denn hier aus? Schick mir mal ein bisschen Feuerwehr rüber, falls du welche hast. Du brauchst Feuerwehr, sagtest du? Ja, weil langsam wird es ein bisschen kritisch bei mir. Da ist sie. Ich kann mal die aktuell nicht ausbauen und kurz dauert es eh zwar noch eine Weile, aber trotzdem. Wir machen einfach mal Folgendes. Ich gehe zum Hauptmenü. Dann dürfte sich meiner also sofort versuchen zu synchronisieren. Ja, weil da stand bei mir irgendwas vor 25 Minuten. Ah, wir kennen doch SimCity jetzt, oder? Wir spielen es lang genug. Oh, ja. Sowohl heute als auch insgesamt. Oh ja. Nein, wieder kein Strom. Nein! Willst du mich verarschen? Fuck. Der kommt da hinten als letztes an, würde ich sagen. Komm, ich brauch Kohle. Was willst du von mir? Die wollen einen Eiffelturm. Der Eiffelturm kostet... Ganz ehrlich, was bringt es mir, einen Eiffelturm aufzustellen, wenn ich 10.000 dafür kriege? Der Eiffelturm kostet ein Vielfaches davon. Bin schon wieder im Minus. Alter, leck mich doch am Arsch. Ich kann jetzt mal... Ich muss jetzt schon wieder einen Kredit auf... Oh, das regt mich jetzt mal so auf. Ganz ehrlich. Ich soll 10.000 dafür kriegen, dass ich einen Eiffelturm hinstelle. Was ja. Ist denn das? Da kostet bloß 500.000 oder so. Ja, genau. Schnäppchen. Brandenburger Tor, dieselbe Belohnung kostet, aber es kostet auch mal ein Schweinegeld. Was wollt ihr? Eine Turmuhr. Nein, bitte nicht. Scheiße, ich habe 200.000 in Sand gesetzt, weil mein Strom einfach nicht mal rechtzeitig da hinten ankommt. Verdammte Scheiße! Ich baue jetzt mal so einen kleinen Weg darüber, weil... Ist das rotzig. Oh, ist das zum Kotzen. Pumpt eigentlich einen Strom überall lang. Wir sehen das überall. So. Jetzt hat er Strom. Mangel an Strom. Scheiße. Oh.
Ist das Kotzen? Ah, das ist zum Kotzen. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Vollig hat immer noch Mangel an Stroh. Wie brauchen der noch? Das stellt man sich manchmal die Frage. Das kann ich also genauso gut erstmal abschalten und Geld sparen. Genau. Ja, das ist der Nachteil hier am SimCity. Also was heißt Nachteil? Das ist eigentlich, weil bei mir bauen sie mich gerade auf, aus wie bekloppt. Also ich kriege ein Hochhaus nach dem anderen hier. Und dann wäre vielleicht die Maßnahme gewesen, Steuern hochziehen, weil dann brauchen die beim Ausbau, bauen die nicht aus und brauchen dich dadurch mehr Strom. Ja, aber interessant ist, dadurch, dass sie ausbauen, geht nämlich meine Einnahmen wieder hoch. Das ist nämlich das Nächste. Also ich könnte durch Steuern meine Einnahmen erhöhen, dann bauen sie aber nicht aus. Oder ich lasse es so, dann bauen sie aber weiterhin aus und es kumuliert sich dann quasi, es wird dann noch mehr. Ja, aber wenn du jetzt halt einfach nur, damit du Strom sparst, den Ausbau verhinderst. Es geht ja nur darum. Ja, ich habe aber zu spät ich hab gepennt. Das ist ein bisschen meine Schuld mit. Sag mal. Schreien einfach zu wenig Sims nach Hilfe oder kommt ihr einfach mit dem Abholen nicht hinterher? Meine Lieben. Jetzt habe ich gerade 3 Kredite am Laufen. Das ist rum mit lustig hier. Wollte ich eigentlich nicht haben, aber... Ach, das habe ich sowieso schon gerade. Ich glaube, ich werde den Flughafen erstmal wieder stilllegen, weil es hat einfach mal keinen Zweck. Oder ich baue ihn zum Frachtflughafen um oder aus. Ach du. Ein Frachtterminal wäre cool, aber zu wenig Kohle. Och, ist ja gar nicht so teuer. Ein Frachtterminal, der lohnt er sich wenigstens noch. Was ist das andere Terminal? Passagierterminal. Okay. Ich könnte auch eine zweite Start- und Landebahn daneben setzen, aber ich drücke mich mal so aus, wenn es jetzt schon für den Arsch schon, ne? Mir nichts bringt. Intelligent, ich kaufe zur Sicherheit noch Strom von dir ein. Ich habe aber auch nicht so viel Überschuss. Meiner ist auch fast weg. Ja, aber Hauptsache, ich habe erstmal Notfall was, weil 200.000, das ist jetzt mal ordentlich Asche gewesen, was da gerade in den Sand gesetzt wurde. Weil irgend so ein komischer Bürgermeister gepennt hat. So, ich lasse hier mal rennen, weil ich brauche mal schnell ein bisschen Kohle. Das denke ich mir auch gerade. Ich lasse mich hier auch gerade rennen. So ein schönes Windkraftwerk ausbauen. Ja. Mein Punkt, jetzt komme ich wieder an einen Punkt, wo ich sage, jetzt bräuchte ich eine zweite Stadt mit einem Atomkraftwerk. Weil jetzt nehmen nämlich die Windkrafträder übelst viel ein. Oder ich gehe ein bisschen auf Bildung, weil die Frage ist, ab wann ist ein Atomkraftwerk sicher? Von der Bildung her und wann nicht, das habe ich noch nicht herausgefunden. Ja, vor allem da gibt es so Sachen wie mit 3 Bildungsstufen sagen sie, jo, einwandfrei und du bist bei 5 Bildungsstufen und auf einmal hast du Strahlungslecks. Was irgendwie nicht stimmen kann. Feuerwehr, ja. Ich gebe euch mal eine Feuerwehr hier noch. Zack. War noch ein zweites Gebäude. Jetzt
Sack. So langsam meine Kläranlage toll, weil aktuell schiebe ich immer noch zu dir ab. Du sagst eigentlich meine, da die kann ich, geht noch. Pumpstation, genau, wie schaut es denn wassertechnisch aus? Ja, habe ich noch gut Überschuss, das passt. aber wenn ich ein Kohlekraftwerk mache, müsste ich aber Kohle importieren. Ja, Kohle hast du wahrscheinlich nicht, oder? Nee, Kohle habe ich nicht, ich habe nur Wasser hier überall. Also das würde mir eine Menge Platz sparen. Eine Menge Platz und das ist auch weit. Du hast ja so ein Handelscenter. Handelsdepot, ja. Oder so ähnlich. Kannst du mal, also du hast nicht genug Geld, kannst du mal kurz die Weltmarktlieferung verwalten gehen? Das geht ja nicht, weil ich keine Lage habe dafür. Ach so, weil mich hätte jetzt mal interessiert, wie teuer Kohle zum Importieren ist. Das Problem ist, dazu müsste ich hier Kohlelager anbauen. Nee, das brauch ich jetzt nicht machen. Das kostet, glaube ich, oder? Kostet ja, glaube ich, auch 2000. Sinnvoller wären für mich das hier. Was gibt es denn sonst noch so für Kraftwerke? Öl. Müsste eins sein. Ja, Verschmutzung ist jeweils höher hoch. Das heißt, ich müsste 4,3 Tonnen pro Tag importieren. Ja. Man müsste es wissen, wenn es jetzt... Eine gute Frage. Und AKW braucht halt natürlich Wasser en masse. Das heißt, das saugt mir meine komplette Karte leer. Schwierig. Schwere Entscheidung, wa? So, ich habe jetzt mal gerade so schön hier Strubzapfstation für Autos hingestellt. Ja, von einer Automarke, die wir nicht nennen wollen. Die hier aber dummerweise rumsteht. Ja, das sind so Product Placement Geschichten. Wollen wir jetzt weiter alles weiter um den Tisch schweigen? Wir haben so ein Ding und gut ist. Genau. Gibt's ab und zu mal so kleine Geschichten, das ist bei EA so Product Placement, gibt's umsonst, ich weiß gar nicht. Würde mich mal so mal scherzweise interessieren, was man da, was... Grund zu viele Keime, ja, du brauchst langsam ein Krankenhaus. Ja, wäre eine geile Geschichte. Ja, da bräuchte man leider, ein... Du weißt schon. Ja, ich weiß schon, ja. Auf das ich ja überhaupt nicht warte. Normalerweise müsstest du schon längst die Dingsabteilung jetzt haben. Ach so, die hast du schon gebaut, oder? Ja, die Sicherheitsabteilung ist ja schon ewig gebaut. Die habe ich immer noch nicht. Große Feuerwache. Wann wurde schon zuletzt synchronisiert hier laut dem Ding? Vor 10 Minuten. Oh, ich habe in der ganzen Stadt ein mittleres Brandrisiko. Welche Karte siehst du? Ah, cool. Es gibt so viele Karten und okay, da wo das hohe Brandrisiko ist, ist Gott sei Dank eine Feuerwehr gleich ums Eck. Ansonsten geht's, bis auf eins. Aber gut, okay, da brennt's, das darf ein hohes Brandrisiko haben. Ja. Alter! Hier, die Bodenverschmutzung ist ja echt abartig. So, kann ich hier irgendeinen Kredit zurückzahlen? Ja. Luftverschmutzung, naja, okay. So, ich muss jetzt mal hier... Ich suche aber noch die... Da ist die Keimkarte. Gute Frage. Ach, da hinten hätte ich auch noch einen Dock anbauen können. Schande. Apropos Dock, was macht denn hier mein Passagiere von außerhalb? 1300. Einheimische Passagiere 800. Dann mache ich meins auch mal an. Das müsste sich ja dann schon wieder fast lohnen. Ja. Oh nein, ruft die Feuerwehr. So. Ich würde sagen,
Wir machen mal eine kleine Pause an dieser Stelle und gehen gegenüber dann ganz normal weiter und so. Was meinst du, Otto? Ja. Weil wir lassen das jetzt mal ein bisschen laufen. Wir werden jetzt nichts bauen, aber wir brauchen beide ein bisschen Kohle. Ja, deutlich Kohle. Und das ist jetzt gerade ein bisschen doof, weil sonst würden wir jetzt da hier, gut, wir könnten uns natürlich so Themen raussuchen, wie mal totquatschen. Apropos Themen, ich hätte tatsächlich eins. Sparkasse, wenn wir schon bei Product Placement sind, hat ja dieses Knacksheft. Da, das ist, fragt mir jetzt bitte nicht, ich weiß nur Backbert und Steuerwert noch die Dingens hier, die Zwillinge. Und dann mit Gut und Böse, das ist tatsächlich so, da sagen sie ja, bring dein Geld auf die Bank und dann kriegst du Zinsen dafür. Und das machen die ja dort auch. Alle bringen, also wirklich alle bringen schön brav das Geld dort auf die lokale Bank von dieser Insel, weil das sind ja bloß so ein kleines, also sind ja zwei Dörfer, einmal so ein Schloss, wo die Bösen sind und dann einmal halt das kleine Dorf, wo die halt da wohnen. Und bringen alle Geld drauf. Die scheffeln anscheinend alle Gewinn mit ihrer Waren, die sie verkaufen. Sprich, funktioniert ein Wirtschaftskreislauf. Und alle machen Gewinn und alle bekommen Zinsen dafür, weil sie Geld dort lagern. Das ist nur eine kleine Insel ist, beziehungsweise sagen wir mal 100 Einwohner, wenn überhaupt, frage ich mich, woher bekommen denn die ganzen Leute Zinsen? Also warum machen die ganzen Leute Plus? Wer macht dann Minus? Das heißt, die Bank müsste doch übelst am Geld drucken oder Münzprägen sein wie nix und nochmal was. Das heißt, auf dieser Insel, rein aus wirtschaftlicher Sicht, müsste es doch eine Inflation herrschen ohne Ende. Denkt mal drüber nach. Ja, in irgendeiner Form ist das schon... Also in einer Form ist es ja richtig. Ja, und dann fragen mich die Kollegen, warum ich Schlafprobleme habe. Okay, wie gesagt, Otto und ich machen jetzt gerade eine kleine Pause. Wie gesagt, denkt mal drüber nach, würde es mich mal interessieren. Schreibt es ja gerne mal in die Kommentare, die Antwort, was ihr davon haltet oder ob ich da irgendwas überlesen habe. Dann von unserer Seite, haut's rein. Macht's gut.